Ist viel zu warm eigentlich. Ist nicht warm. Ist warm. Das muss man die Heizung ausmachen, die bei dir. Ist sie warm? Hm? Du hast die Mütze richtig rum drauf. Hallo Borkheide, hallo Welt. Hurra, hurra, der Mats ist wieder da. Ja, das ist die Freude auch nur auf deiner Seite. Schon wieder Stress wieder los hier. Urlaub vorbei, hängst du wieder rum hier. Musst arbeiten, ne? Auch das noch. Deswegen habe ich schlechte Laune. Erster Arbeitstag. Jo. Ist nicht direkt gegen dich. Hm? Da ist er. Matze. Blutze. So, fangen wir gleich mal an. Es war Wochenende gewesen, Wetter war schwülwarm, hat nicht geregnet, es sollte Sonntag regnen, da kam nicht ein Regen. Wir haben abgewählt, weil wir hatten ja das Waldbad auf, deswegen war kein Regen zugelassen. War auf. Und da muss ich mal was sagen, jetzt bin ich mal dran. Und zwar, Leute, Motorradfahrer sind unterwegs und ich bin dieses Jahr noch nicht so viel Motorrad gefahren. Ich fahre nämlich auch Motorrad. Und ja, du blubberst ja nur durch die Gegend, ne? Manchmal blubber ich. Du fahr auch manchmal schneller, wenn mir Spaß macht. Das muss ich mal sagen, muss ich zugeben. Aber wie man ja mitgekriegt hat, in der Politik ist man ja dabei, der Bundesrat möchte ein sogenanntes Sonntagsfahrverbot für Motorräder erlassen. Ja, und da gibt's ja mal Riesendemos in Berlin und sonst wo. Irgendwie in Leipzig gab, glaube ich, auch so ein Riesendemo. Oder war das in München? Müsste ich lügen, ist egal. Gab jedenfalls Demos dagegen und vielleicht lässt der Bundesrat das ja noch fallen, je nachdem. Wir werden sehen. In Österreich gibt's schon Fahrverbote für bestimmte Strecken. Hier in Borkheide noch nicht, im Potsdam-Mittelmarkt noch nicht. Ich muss allerdings dazu sagen, man muss es aber auch nicht provozieren, nicht? Hier fahren viele Motorräder durch am Wochenende und die meisten verhalten sich tatsächlich sehr zivilisiert. Aber was mir am Sonntag aufgefallen ist, es gibt auch welche, die sind scheinbar hier so ein bisschen dünn besät oben drin. Anders kann man es nicht sagen. Die müssen hier mit Vollgas und jaulendem Motor am Sonntag Mittag durch die Ortslage rasen. Leute, ey, hallo, das Ortsausgangsschild ist da hinten, nicht hier vorne hinter der Schikane. Man kann sich doch vernünftig bewegen in der Ortslage, muss nicht noch mit Vollgas und jaulendem Motor den Leuten dort im Bundesrat die Begründungen für ihr Sonntagsformat liefern, für ihr Sonntagsfahrverbot. Sowas geht überhaupt nicht. Also ich bin richtig entsetzt gewesen, wie man das machen kann. Wirklich mitten am Sonntag, Mittag, wo sowieso eigentlich überall Ruhe sein soll, rasen, ich meine, sollen ja nicht aufhören, Motorrad zu fahren. Aber Leute, vernünftig, wartet doch außerhalb der Ortschaft und nicht innerhalb der Ortschaft. Wem wollt ihr eigentlich was beweisen? Gut, es ist wirklich nur einer oder zwei, die sich so verhalten, muss ich wirklich sagen. Und den anderen wirklich danke, dass ihr euch vernünftig verhaltet. Und vielleicht hört der ja mal zu und denkt mal ein bisschen nach darüber. Vielleicht ist er ja mit dabei hier. Gemäß des Spruches, jeden Tag steht einer auf. Es geht nicht. Nicht in der Ortslage und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn die kommen und sagen, es ist zu laut. Ja, ist es. Tatsächlich am Sonntag. Und ehrlich, ich bin auch für laute Motoren, aber nicht in der Ortslage. Muss nicht sein. Da kann man mal ein bisschen den Gasgriff runterhalten. Ne? Wollte ich mal gesagt haben. Also ich als Motorradfahrer. Matze hat da nichts zu sagen. Der kann nicht Motorrad fahren. Mein 42 km/h Moped ist da nicht so die Lautstärkemaschine. Jo, das war das Thema. Jetzt kommen wir mal zum Waldbad. Da war ein bisschen Betrieb, viel Betrieb. Ja, doch. Also wir hatten teilweise bis zu 220 Besucher schon tagesweise bei dem schönen Wetter. Und es hielt sich alles in Grenzen insoweit. Es gibt natürlich immer ein paar Regeln im Bad, wie zum Beispiel keine Glasflaschen, ganz wichtig. Das ist leider noch nicht komplett durchgedrungen. Oder dass man sich bevor man ins Wasser geht, noch nicht gleich eincremt, sondern nach dem ersten Badegang die Sonnencreme drauf macht, damit die Wasserqualität natürlich in unserem chlorfreien Bad auch entsprechend vernünftig bleibt. Aber an sich ist alles eigentlich am Laufen. Da so richtig haut es noch nicht hin. Das ist noch sehr sprunghaft im Bad, wie man hier sehen kann. Ja. Hast du das gesehen? Ja, ich war dabei. Du warst dabei? Ja. Aber Wasser geht dafür auseinander, ja so, wenn man eintaucht. Ja, dafür gesehen. Ist ja auch so ein 3-Meter-Turm da, dass man von oben runterfällt. Ja, vielen Dank, Mädel, für deine Einlage hier. Und es geht ja auch gleich weiter. Also wenn man so hinter das Sanitärgebäude loopst, da geht es ja weiter mit hier. Guck mal, da hauen sie sich schon wieder die Pois um die Ohren. Was waren die da mit den Kugeln? Ja, die üben. Also während wir jetzt hier die Sendung machen, ist auch heute am Montagabend, das war Sonntag, am Montagabend ist sowieso dann wieder Poi-Training bei uns im Schwimmbad von den Fireflies.
Aber ich durfte gestern schon mal loopsen und hier eben auch den kleinen Einspieler mit reinschneiden lassen. Ja, wir haben jetzt auch einen Haufen Urlauber hier, ne? Berliner. Also die Mädels, die hier, die vom Turm gesprungen ist, war auch aus Berlin, haben hier, ja, machen hier. Wir kriegen auch Anrufe aus Berlin, ob denn unser Bad noch geöffnet hat oder ob man noch reinkommt, so eine Stunde vorher. Also wie gesagt, wie es im Moment aussieht, ist alles gut im Bad und haltet einfach die Abstände ein, bewegt euch ein bisschen vorsichtiger als sonst. Dann läuft eigentlich alles ganz easy. Und übrigens generell vorher abduschen, bevor man ins Wasser geht. Also nicht nur der Hygiene wegen, sondern auch, es gibt sehr viele Badeunfälle bundesweit zurzeit. Man hört fast jeden Tag von irgendwelchen Leuten, die scheinbar auch teilweise nicht abgekühlt ins Wasser gehen und dann plötzlich mal einen Kreislaufschock erleiden, Herzinfarkt, irgendwas, und dann nicht mehr hochkommen. Und das möchten wir unseren Rettungsschwimmern doch gerne ersparen. Also bitte abduschen vor dem Badegang. Und ich war Samstag auch im Waldbad gewesen. Und weil da war es richtig schön, war eigentlich, gut, waren gar nicht so viele Baden, glaube ich, habe ich gesehen. Waren nicht war so viele. Ich auch da? Da warst du auch da. Wir waren zusammen da. Deine Frau hatte Rettungsdienst dort. Stimmt. Und weil es ja so schön ist, durfte die Feuerwehr abends auch noch ausrücken. Jetzt sind wir nämlich bei der Feuerwehr. Da seht ihr mal, hier sind die wieder gerade losgemacht, weil die hatten einen Einsatz Öl auf den Straßen. Und das hatten sie nicht nur am Samstag, sondern sogar am Samstagvormittag, nee, am Freitag war es. Am Freitag war ich im Waldbad. Da sind die ausgerückt und Samstag früh nochmal bei uns hier hinten, Eichelherweg, Riesenölpfützen hier ja, aus dem Gewerbegebiet rausgekommen, ja. Du weißt gar nicht, wie man so viel Öl verlieren kann. Ja, nicht beim LKW, wenn da irgendeine Hydraulikleitung rausgeht oder irgendwas kaputt ist, dann passiert das schon mal. Ja, so, schöne Abendstimmung beim Ausfahren, aber natürlich ist dann auch für den Feuerwehrleuten der Abend natürlich versaut, wenn die raus müssen. Und ich weiß von den Jungs selber, also eine Ölspur ist eigentlich die niederste Arbeit, die am liebsten gar keiner machen will. Trotzdem danke für euren Einsatz, weil ihr rettet den Nächsten, die da lang eiern, zum Beispiel auch Motorrädern, die vernünftig hier rumfahren. Das genau. Da sind wir nämlich wieder schon wieder, da schließt sich der Kreis wieder zu den Motorradfahrern. Die passen natürlich auf, dass man sich hier nicht auf die Fresse legt. Ne? Jo, vielen herzlichen Dank auch für euren Wochenendeinsatz. Und jetzt sind wir hier im Wald und da habe ich hier ein kleines Video vom lieben Frank Schelk. Das hat er mir zukommen lassen. Der hat neue Haustiere, ne? Ey, der hat hier, guckt doch mal, und wie ordentlich die hintereinander laufen. Das kriegen wir beide nicht hin, das oder? Das ist so wie mit Elefanten so. Ja, ja, ey, mal ehrlich, ja. Und bei uns heißen die Eichenprozessionsspinner nämlich Kiefernprozessionsspinner, weil wir gar keine Eichen haben hier. Die meisten jedenfalls nicht. Aber die Dinger sind genauso gefährlich mit ihren Brennhaaren. Sollte man aufpassen auf seine Hunde und auf seine Kinder oder auf seine Kinder, auf seine Hunde. Wieso sage ich eigentlich die Hunde zuerst? Na, vielleicht, weil ich einen habe. Weil du hier einen Hund als nächstes genau. hast. Und, das letzte Kind hat Fell, hast du gesagt, ne? Das letzte Kind hat immer Fell, ja. Und die Dinger gibt es wirklich massenhaft hier. Ich war heute hier joggen gewesen, habe hier gesehen am Radweg zum Industriegelände hin. Massenhaft von den Viechern unterwegs. Und irgendwie schafft Brück oder wer immer dafür verantwortlich ist, Forst nicht, da irgendwas gegen zu machen. Das ist wirklich ganz schön viel. Und man sollte echt tunlichst Abstand davon halten und die auch nicht versuchen, auf seinem Grundstück irgendwie zu bearbeiten, weil die werfen bei Gefahr ihre Brennhaare ab. Und die Dinger fliegen bis zu 100 Meter weit und können wirklich so Verletzungen, also ätzend oder so allergische Reaktionen. Und auch abbrennen. Und abbrennen soll man sie auch nicht, weil auch da fliegen die Haare noch weiter rum. Genau. Jo, Matze, und du hast dich erschrocken, als du dann vom Waldbad nach Hause gehen wolltest, hast du gehört? Permanent vollgelabert. Ja? Ich wusste gar nicht, was wollen die denn von mir? Ja, hier, hör mal rein da. 70 PS. Die erste Maschine jenseits der 1000 PS-Schwelle. Besonders das Geschäft mit den Biogasanlagen hat dazu geführt, dass die dafür erforderliche Technik immer größer wurde. Was ist das denn? Die Radstation. Die fühlt sich einsam. Die fühlt sich einsam? Die fühlt sich einsam. Und dann fängt die an, einfach Leute vollzureden, die da vorbeikommen. Und die fühlt sich ja so einsam, die lässt sich auch nicht mehr davon abbringen, aufzuhören zum Beispiel. Die ja, aber wenigstens einer, der was zu sagen hat, da am Marktplatz. Jo, ja, soweit dazu. Jetzt aber, ach, die hört nicht auf, ne? Der kann man nie ausschalten, das Ding. Nee. Die Tasten reagieren auch nicht so richtig. Sport, jetzt geht's wieder los mit Sport. Hier, der Sportverein hat eine neue Sportart etabliert. Ja, ob das der Sportverein war, das ist noch nicht ist ganz. Aber zumindest Leute vom Sportverein haben eine neue Sportart
War jetzt der Monitor dunkel? Hast du jetzt einen Fahrradfahrer? Ging jetzt der Monitor aus, so was gibt es gar nicht, ja? Hat schon kann man nicht mehr reden. Eine neue Sportart installiert und die nennt sich Matze. Der Birathlon. Birathlon. Birathlon, genau. Wie man hier sehen kann, steht sie schon mit was machen die eigentlich? Wie geht denn die Sportart? Die Sportart ist, naja, es ist jetzt nicht so ganz jugendkonform, aber egal. Man kauft sich eine Kiste alkoholfreies Bier, startet irgendwo im Land. Die kostet jetzt auf alkoholfreies Bier. Naja, ich wollte es mal ein bisschen, das kann man natürlich auch mit Wasser machen. Startet irgendwo mit so einer Kiste Getränke, zu zweit, also zwei Mann, eine Kiste und legt sich eine Strecke fest und Ziel. Ja. Und dann rennt man los. Ja. Und am Zielpunkt, wer zuerst da ist und zuerst die Kiste leer hat, hat gewonnen. Okay. Und wie kriegt man dafür und man, eine neue Kiste? Bei den Kisten, die sie mit hatten, sieht man da gleich vorne weg, bei 5, 6 Kilometer laufen oder wie viel das waren, weiß ich nicht, schafft man natürlich eine Kiste nicht in der Zeit. Also es musste danach noch nachgearbeitet werden. Aber eine lustige Sache und die Jungs haben gesagt, okay, nächstes Mal längere Strecke. Und für Sport hat es noch gereicht, wie man hier sehen kann. Die konnten auch noch Fußball spielen. Ich glaube auch, ja. Ja, und dann kommt noch eins dazu, was ich mal sagen wollte. Du hast ja ganz schön eben die Lippen verbrannt, ne? Du hast gesagt, es ist nicht jugendkonform. Willst du sagen, es sind alles alte Männer? Nein, mit so viel Bier trinken beim Laufen. Das sind doch aber junge Leute. Gerade drum. Doch, alles gut. Jo. Das ist schön, weil wenn die Leute so eine Späße machen, dann machen sie keinen anderen Blödsinn. Also das macht weiter so eine Sachen, dann haben wir auch mal was zu berichten. Sport. Sport haben wir auch demnächst noch mal zu berichten. Der Volker Barucki, der macht nämlich im August eine kleine Tour mit ein paar Freunden. Und zwar macht er einen kleinen privaten Triathlon. Vom Letzener See bis nach Borgheide. Und wir sind dabei. Und wir sind, so wie es aussieht, dabei. Also, du trägst mich auf dem Rücken? Nee, das kannst du gleich vergessen. Wir berichten nächste Woche noch mal, wann der Termin genau ist, wo das startet. Und was da abgeht. Wenn ihr Zuschauer sein möchtet, geben wir natürlich vorher nochmal genau die Startpunkte und den Zielpunkt bekannt. Genau. Gut, jetzt Matze. Wetter, das kriegst du ja nicht mehr richtig hin. Ist es doch schön, heute jetzt mal wieder ein bisschen den Rasen sprechen. Kam 3,5 Tropfen Wasser runter, nee, 2,5. Ja, reicht auch. Kurz auf die Wiese, alles gut. Der ist aber nicht nass geworden. Nee. Es verdunstet vorm Auf. Es wird die Woche über 20 Grad bleiben, die ganze Woche lang, tagsüber. Mittwoch ist ein bisschen der Tiefpunkt mit knapp 21 Grad und danach geht es Richtung Freitag wieder auf 25, 26 Grad hoch. Und kurz nach diesem Regen heute haben wir den Regen auch gleich wieder abgeschaltet. Es ist vorbei mit Regen dieser Woche, was natürlich auch schon wieder sein könnte, dass die Waldbrandstufe Richtung Wochenende ein wenig nach oben geht. Okay. Aber wir haben vermehrt Sonnenschein die Woche bis zu 10 Stunden am Tag. Da können wir ja rausgehen lange. Nur mit Sonnencreme. Wenn man was anlässt, jetzt sicher. Ich habe auch schon Farbe gehascht, ja? Also ich bin ja, nicht mehr ganz so weiß. Okay, dann. Das war's jetzt. Ach. Jetzt machen wir Schluss, komm. Ist genug. Ich muss das noch alles schneiden, haben die ganzen Videos noch, die Bilder und das alles. Kein Problem. Habe ich mir so gedacht. Ich muss ein bisschen nachurlauben. Ich kann nicht gleich wieder so in die Vollen. Ja, wir wünschen euch noch eine schöne Ferienwoche. Passt auf die Raupen auf hier, auf die Kiefernprozessionsspinner. Genau, und schickt die wieder im Wald zurück. Geht baden, fleißig. Ansonsten war es das, wie immer hier vor der Kamera, euer Matze und ich hier, Lutze. Und tschüss. Tschüss. Ja, jetzt ist er weg, der Matze. Ich bin nochmal hier. Hat er nämlich nicht mitgekriegt. Wir haben nämlich was vergessen. Das heißt, ich habe was vergessen. Ich habe ihn nämlich erwischt. Ja, wen habe ich erwischt? Wir wurden ja mal angeschrieben hier bei YouTube. Wir möchten mal den Hundeskater bringen und interviewen. Aber ich habe ihn tatsächlich schon mal mit Video erwischt. Ein Interview haben wir noch nicht, aber das holen wir nach. Schaut ihn euch mal an hier. Und tschüss.